genau aufteilen. Aber das ist ja egal. Hauptsache wir kommen hier noch Stein raus. Die vorne teilt er sich auch schon auf. Wie viel haben sie noch? Ah, genug haben sie noch. Genug, genug, genug. Das ist schön. So, wo ist er? Ach, hier vorne ist er schon. Hat er denn schon wieder... Ah, kann ich jetzt nicht genau gucken. Ne, er scheint, er ist gerade... ist immer noch auf demselben Weg, oder? Täuscht mich das. Ne, er ist noch auf demselben Weg, weil es ist ein ziemlich großes Gebiet, was wir abgesteckt haben. Muss ich dazu sagen. Aber was mich nervt, sind... die Wasserflächen da, die müssen wir unbedingt mal eben irgendwie weg verhindern. Das heißt, ich muss mal eben ein bisschen Erde mitnehmen hier. Und die Anlage mal eben ausstellen. So. Was ich eigentlich vorher machen soll, dass wir mal eben hier diese Erde wegbekommen. Ich arbeite jetzt den Rest natürlich weiter. Oder habe ich ihn angelassen? Also wieder hier doppelt geklickt habe und arbeitet immer noch. Ne, der brennt glaube ich den Rest zurück. Alles klar, und das dauert noch einen Moment. Aber das dauert nicht lange. Oh, sehr viel noch hier. Gut, 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 gut. Mal schauen, wie wir das hier oben bald wegbekommen hier noch. Weil ich weiß nicht, was ich mit dieser großen Fläche noch vorhabe. Was da so alles reinkommt. Auf jeden Fall ein Lagerhaus. Ein riesengroßes Lagerhaus. Aber es kann doch nicht sein, dass du so lange brauchst. Das ist nicht so schön. Gut, wenn er noch so lange braucht, machen wir mal eben was anderes. Ein bisschen schöner unser Land hier bestellen. Ja, ist ja gut. Hier Kühe. So. Machen wir hier mal fix Cobblestone rein. Da ist irgendwo noch ein Loch. Genau, da ist es. So. Da auffällig. Auch falsch. Macht aber nichts, da wir jetzt bald genug Cobblestone haben. So, das wäre auch. Hier auf jeden Fall kommt hier noch später Gebäude hin. Das bleibt aber erst momentan. Da wir erst, wenn das Haus hier fertig haben wollen. Achso, da waren die Hebel. Kommen jetzt glaube ich gar nicht mehr so richtig aufs Dach, aber das können wir mal eben ändern. Dann zeige ich euch ungefähr, was wir noch so... beziehungsweise ich so hier vorhabe mit euch. Ja, mein hier Dreck. Also, das hier oben bleibt so erstmal gestehen, dass hier noch ein paar Bienen kommen, ist klar. Ein bisschen Wawa noch, mal schauen. Diese Fläche bleibt erst vorerst frei. Also, diese Felder bleiben erstmal vorher alles. Das ist so nah. Hier kommt auf jeden Fall später weitens noch ein Feld dazu. Da von diesen Anlagen kommen hier zwei und noch eine zusätzliche Kaktusfarm. Die wird dann dahinter irgendwo sein. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Platz hier. Eine Kaktusfarm, eine Pilzfarm. Muss ich mal gucken, wie die funktioniert. Ein Schlachthof für die Kühe. Dann vielleicht noch ein paar Schafe dazu. Eine Eieranlage, Getreidefeld wieder. Ist klar. Automatisches Melonfeld. Und das Riesenlagerhaus für uns. Das wird noch alles kommen hier. Hier rein. Ich weiß gar nicht, was ich hier genau reinmache. Ob ich dann die Maschine später reinsetzen werde. Da wir ja hier genug für Platz haben. Für die Anlagen. Wir haben hier wirklich genug Platz. Wir können uns natürlich auch noch eine Ecke aussuchen. Oh, da oben sitzt noch Holz. Eine Ecke aussuchen, wo wir noch die Leitung hochlegen und für den Keller runter. Zum Beispiel hier in der Ecke, da könnte man das ja auskleiden. Also hier sitzt schon Project Table. Ist hier noch irgendwas drin? Nein, das ist gut. Das hätten wir.
Hier hätte ich ja noch einen Durchgang für den weiteren Gang nach Rüden, zum Beispiel auch für die Leitungen, die da hin müssen. Hier hätte ich dann eigentlich noch einen Rübergang auf die andere Seite. Hier wäre die Glasfläche ja noch geblieben. Das passt ja symmetrisch vom Aufbau her. Also das ist hier leicht ein bisschen mitgedacht, was noch vorkommen wird. Finde ich noch wunderschön hier. Also hier wird viel passieren in den nächsten Zeiten. Aber das müssen wir auch noch hier immer nebenbei machen. Weil das Heat Ring ist jetzt unsere wichtige Quelle für den Antrieb vom Query. Deswegen müssen wir immer hier vorbeischauen und immer sofort direkt ernten. Weil die Felder hier, zum Beispiel die Melonen, die sind ja schon fertig und produzieren keine weiteren. Deswegen bauen wir sie auch direkt sofort ab. Wie gesagt, zusätzlich haben wir ja dann noch Essen da, deswegen darum warte ich erst mit dem Schlachthof noch. So, der ist jetzt fertig. Jetzt können wir da mal eben das Wasser hier mal eben verschwinden lassen. Schade, dass es diese Schwämme nicht mehr gibt. Weil die haben das damals viel schneller gemacht. So. Die irgendwie hochkommen. Wow. Du bist ein Held, wenn das hier so leckt. Na. Oh, ist das was wieder für mich, wenn das hier so leicht mit dem Wasser hier leckt. So. Mal gucken hier, dass das hier ungefähr passt. Ich glaube, ich habe auch den Anschlag sofort getroffen hier. Oder? Ich bin noch einen rüber. Auch mal, was passt jetzt hier genau? Dann gehen wir erstmal rüber. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Dreck. Ich wüsste auch keine andere Möglichkeit, wie man das jetzt hier eben wegbekommt. Und es wird dunkel. Verdammt. Müssen wir mal eben rübergehen und schlafen, weil ich jetzt die Monster nicht extra aufstellen möchte. Dann müssen wir halt wieder am Tag arbeiten. Ein Schwert habe ich noch, falls wir eins brauchen. Jetzt nimmt er das bestimmt gleich mit auf. Ein neues Update ist verfügbar. Ja, schön. Wollte doch keiner wissen. Ja. Machen wir Haier noch nicht. Ich schau mal eben hier nach, wie es hier läuft. Ah, pump du mal eben ab hier. Pump du mal eben wieder noch hier zu. Müssen die eigentlich befüllt werden? Nicht, alles klar. Ah, der Tank, der hält erstmal noch vorerst gut. So, wie sieht's hier aus? Oh, müssen wir uns mal eben hier beeilen. Oh, gut gearbeitet haben sie. So, der ist wieder schneller, wie es aussieht. Ja. Oh. Dann bekommt es auch hier die Restlingen hier noch rein. Machen wir jetzt hier so die Hälfte. So, die sechste kommt gleich wieder bei uns oben rein. Beziehungsweise können wir auch hier drin lassen, damit wir noch gegenüber dem Brot noch was anderes zu essen haben. So, Wasserfuhr abdrehen. Und der braucht auch nicht mehr weiter pumpen. Heißt, wir könnten auch gleich noch zusätzlichen Strom bekommen. Oh, der ist auch wieder voll. Wir sind auch fertig. Wir tauschen mit dem hier. Wir sind auch mit fertig. Das Silber hier rein. Und schlafen gehen.
schlafen gehen und schlafen gehen. Wollen wir jetzt nicht extra abschlagen, diese eine hier. Wichtig ist, dass wir jetzt gleich den Köbel wieder ans Laufen bekommen. Und da alles wieder rund läuft. So. Weg. Wie brauchen wir denn hier mal so Pastex hier? Pastex nannte ich das mal hier. Sind doch einige. Ah, da ist das Wasser schon an den einen Seiten schon mal weg, das ist schön. Jetzt kommt gleich wieder der Frame-Einbruch. Ah, ich verstehe also, dass ich, wenn ich beim Wasser bin, dass ich so viel Frame-Einbruch habe. Komischerweise. Ich kann auch agieren mit dem... mit dem Minecraft hier, aber... bei fließendem Wasser immer Frame-Einbruch. Dann reagiert er nicht genau. Gemeistert. So. Weiter geht's hier runter. In die wilde Fahrt. Oh, wie viel ist das denn hier im Wasser noch? So. Auf jeden Fall ist hier noch ein weiter auf jeden Fall. Das kann er ja gleich wieder abbauen. Noch einer? Komisch. Nehmen noch einen weiter. Das kann der Curry ja gleich wieder abbauen. Das macht dem ja nichts aus. Er fängt dann wieder von oben an und baut den dann hier ab. So, haben wir noch einen hier? Gehen wir noch einen weiter. Der dann hier wirklich mal weg ist. Boah. Das hat aber gerade ziemlich heftigen Einbruch hier. So, irgendwo ist hier noch was. Viel noch. Boah, ich habe gerade gedacht, das wäre ein Skelett, aber das ist ja der Arm von Query. So, alles weg. Immer noch nicht. Eine kleine Fläche haben wir da immer noch. Kriegen wir aber weg. Jawohl, weg ist das Wasser. Nicht ganz, hier haben wir noch Wasser, was weg muss. Aber kein Problem, wir füllen das einfach hier mit Dreck auf. Der Curry macht diese Arbeit schon.